Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Omega Squad Skin Reihe, die es momentan auf dem PBE gibt. Und zwar haben wir auf der rechten Seite den Omega Squad Twitch und auf der linken Seite Omega Squad Tristana. Sie ist die einzige, die nicht durch eine Maske spricht, somit behält sie ihre Yordle-Stimme. Rein optisch sehen wir auch hier wieder alles voller Giftkanister, bisschen grünlich gehalten und natürlich Military Style ist ja auch Omega Squad, macht Sinn. Fangen wir mit meiner Wenigkeit an und zwar mit dem Twitch. Die Animation von Steuerung 1 bis Steuerung 4 gehen wir währenddessen einmal ganz kurz durch. Was auch ganz wichtig ist, dass alle Omega Squad Skins die Möglichkeit haben, Chroma Skins zu haben. Also jeder kann zum Beispiel orange oder rosa sein, falls es rosa überhaupt gibt zum Auswählen. Aber das ist schon mal eine ganz feine Sache. Das war der Tanz von Twitch und jetzt gucken wir uns seine Lache an. Sein Lache ist ja cool. Der tanzt, irgendwie ist seine Lache mehr ein Tanz fast als eine Lache. Und was ich auch cool finde, ist, dass er hinten ein Messer hält an seinem Schwänzchen. Also an sich schon mal eine ganz coole Optik. Twitch ist ja auch so sneaky sneaky, also passt. Alright, dann gehen wir mal zu den Fähigkeiten. Die Passive besagt ja, dass der Gegner vergiftet wird und das sieht so aus. Wir sehen jetzt hier, ich mache mal noch einen, zack. Da sehen wir diese kleine Mini-Twitch-Maske wie mit einer Gasmaske auf. Also das Symbol an sich hat sich auch schon mal verändert. Was cool ist, ist, dass wenn ihr unsichtbar geht, eure Q, dann seid ihr auch wieder in der Matrix-Zone. Und wenn ihr genau hinhört, hört ihr euer Herzschlag. Habt ihr es gehört? Ich hatte fast das Gefühl, je länger ihr unsichtbar seid, desto lauter wurde er. Und dann irgendwann seid ihr natürlich aus diesem Moment raus. Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Jetzt werfe ich mal die W-Fähigkeit. Unser Toxin. Putz, dann sehen wir hier dieses Atomsymbol, also wie man es auf dem Atomkraftwerk sehen würde. Das heißt, alles auch wunderbar schön verseucht. Ich will einmal nochmal ganz kurz gucken, wie es aussieht, wenn man den Attack Speed Buff mitnimmt, wenn man rauskommt. Okay, also, nein, da ist keine Veränderung. Aber die Waffe an sich ist auch ganz cool, wie sie rot leuchtet hier. Jedes Mal, wenn jemand vergiftet ist, beziehungsweise, nee, das war, ach, das war gerade der Attack Speed. Okay, ich nehme alles zurück. Also wenn man den Attack Speed von der Q bekommt, leuchtet eure Waffe rot. Ich zeige es einmal ganz kurz. Zack, jetzt. Eure Waffe leuchtet rot. Alright, das ist ein ganz kleines Ding. Dann fehlt uns natürlich noch die E-Fähigkeit. Dafür mache ich mal hier ein paar Gifte drauf. Und wenn ihr das macht, dann werft ihr ein Messer. Zack. Anstatt, keine Ahnung, dieses grüne Etwas, was bei dem Original-Skin fliegt. Jetzt kommen wir zu der Ulti-Fähigkeit. Und die Ulti ist insofern ganz cool, weil ihr diese nicht mehr dieselbe Munition verschießt, sondern ihr equippt eure Waffe quasi um und diese grünen Toxinkanister werden abgefeuert. Gucken wir uns das Ganze an. Zack, Waffe verbessert. Wutz, wutz. Auch vom Geräusch her ganz anders. Jetzt wollen wir aber Tristana nicht töten, denn sie will uns ja auch noch was zeigen, aber vorher die Recall-Animation ganz zum Schluss. Twitch ist ein ganz wütender, macht sich seine Flair an, sagt, hier bin ich, Leute, und schießt wild um sich. Ohne Rücksicht auf Verluste, Kollateralschäden gibt es immer. Auch hier wieder vom Hubschrauber abgeholt, bisher zurück in der Basis. Alright, 1350 Real Points wird dieser Twitch Omega Squad Skin kosten. Und jetzt widmen wir uns hier dem süßen Kommando Yordle. Tristana! Ja, wir gehen kurz die Animation hier durch. Steuerung 1, Steuerung 2. Wir stellen natürlich fest, dass die Animation an sich gleich geblieben ist. Lediglich die Optik. Wir sehen wirklich, weswegen sage ich Kommando, weil sie diese rote Mütze hat mit dem Medaille irgendwie oben drauf. Die Waffe sieht auch ziemlich cool aus. Steuerung 4 ist ebenfalls gleich. Und dann können wir zu den Fähigkeiten übergehen. Und zwar erstmal die Auto-Attacks. Wie sehen die aus? Zack, grüne Spermien. Zack, grüne Spermien in Twitchs Gesicht. Dann gucken wir uns die Q-Fähigkeit an. Q-Fähigkeit gibt die Attack Speed, die Waffe, zack, eskaliert komplett. Und finde ich ganz cool, weil ich hatte auch das Gefühl, dass die Waffe, je länger man schießt, immer mehr elektrisch geladen wird. Also so ein kleines Upgrade. Dann gucken wir uns die W-Fähigkeit an. Das ist von Tristana der Jump, der Dunking sozusagen. Da sehen wir eine ganz kleine grüne Blitzdetonation, aber nichts wirklich Besonderes. Dann die Ewigkeit, das ist nämlich noch ganz interessant, das ist die Bombe, die pro Auto-Attack stärker wird. Ja, das ist wie so ein kleines Handy oder so ein Zünder eigentlich mehr. Und wir haben auch gesehen, der wird dann erstmal orange, dann rot und immer größer. Also wie wenn man zum Beispiel den Kirby-Skins spielt, da war es ja genauso.
Dann fehlt uns noch die Ultimate von Tristana. Die kenne ich selber noch nicht. Wutz! Okay, das war ganz cool. Eine richtig fette grüne... Grüner Popel. So ein richtiger Schleimball. So sah das zumindest aus. Okay. Warum eigentlich nicht? Kann man machen. Hier nochmal die Waffe von Tristana. Elektrisch klar. Okay, sie wird jetzt nicht immer mehr gelernt. Aber die Recall-Animation interessiert mich noch. Mama, lass mich leben. Ah! Okay, Recall-Animation nochmal. So, gucken wir mal auf Tristana. Sie sagt, Leute, kommt her. Hier ist eine Wall. Dann wird gegen diese Wall gefeuert. Tristana kriegt aber keinen Schuss ab. Stellt sie ins Feuer. Ballert selber los. Und dann nimmt der Helikopter Tristana mit. Alright, das war der zweite Teil von den Omega Squad Skins, Tristana und Twitch. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Reihe findet. Ich sage nur Skin Battle Incoming und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, euer Mr. Mike AP.